Bayern ohne Bier und Bier ohne Bayern ist nicht vorstellbar. Das ist unglaublich. Also ich empfinde es wirklich als Hauptgewinn, dass ich in dem Jahr eine Bierkönigin sein darf. Und das werde ich noch meine Enkel verzeihen. Also auf alle Fälle. In einem sind wir gleich, nämlich das Freibier ist das beliebteste. Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Zitat Ende. Ein Zitat von Martin Luther, das nicht besser zum Anlass hätte passen können. Schließlich wurde am Freitag eines der bedeutendsten und geschichtsträchtigsten Gesetze der Welt gefeiert. Das Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516. Und wo, wenn nicht an dem Ort, wo es vor exakt 500 Jahren beschlossen wurde? In Ingolstadt. Der Deutsche und Bayerische Brauerbund sowie der Deutsche Braumeister- und Melzmeisterbund hatten zum Festakt geladen. Und viele sind gekommen. Damals, sag ich mal, ist Bier zum ersten Mal definiert worden. Und damit ist auch der Standard gesetzt worden für die Qualität des Bieres. Dass die bayerische und deutsche Biertradition keineswegs nur Männersache ist, wurde schon am roten Teppich deutlich. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war höchstpersönlich gekommen, um mit den Brauern aus der ganzen Republik zu feiern. Ich glaube, dass der Spielraum und die Vielfalt, die deutsche Biere auf dem Gebiet durch das Reinheitsgebot entwickelt haben, zeigt, wie viel Kreativität in den wenigen Ingredienzien steckt, die das Bier nach dem Reinheitsgebot gebraut ausmachen. Fast 1400 Brauereien gibt es in ganz Deutschland, die mehr als 5500 Marken produzieren. Eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft und dank Reinheitsgebot mit einheitlich hervorragender Qualität. Also zum einen ist es natürlich ein Qualitätssiegel und eigentlich das älteste Verbraucherschutzgesetz, wenn man es so nimmt. Und es vor allem heute noch eine höchste Anerkennung hat und keiner daran denkt, es abzuschaffen. Nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe dürfen seit 500 Jahren zum Bierbrauen verwendet werden. Und diese Zutaten kommen bestenfalls von den heimischen Landwirten, die ihre Traditionen ebenso lieben und achten. Das ist was ganz was Besonderes, weil in die meisten Biere, in dem deutschen Bier, die wo nach dem Reinheitsgebot braut sind, ist unser Hopfer drin. Das macht mich wahnsinnig stolz und deswegen ist es super, wenn eine Hallertauer Hopfenkönigin bei so einem Event dabei sein darf. Und so steht die Reinheit des Bieres gewissermaßen für die Werte eines ganzen Landes. Das hat eine große Verbundenheit mit den Menschen zu tun. Heimatverbundenheit ist ein hohes Gut, das die Menschen auch haben wollen. Und deshalb ist es auch hervorragend, wenn es so viele Brauer gibt. Genau diese Verbundenheit mit dem Kulturgut Bier kann man in Bayern das ganze Jahr über noch mehr spüren als sonst. Für uns als Brauerei bedeutet das natürlich sehr viel, denn wir werden ab nächster Woche, ab 29. April, die Landesausstellung zum Thema Bier in Bayern, 500 Jahre Reinheitsgebot, präsentieren. Mit Tradition und Leidenschaft auf eine genussvolle Zukunft. Ich also wünsche weitere 500 erfolgreiche Jahre für das Reinheitsgebot und damit auch für das Bier. Setzen Sie sich weiter tapfer dafür ein und ermuntern Sie die Menschen dabei mitzumachen, indem Sie das Bier dann auch trinken.